genaues Hinschauen. Elisa Heuschkel, Projektreferentin für Kontaktarbeit im EJW, hat genau das in den letzten 3 Jahren in Leonberg gemacht. In dieser Stadt leben die unterschiedlichsten Jugendlichen, die es wert sind, wahrgenommen zu werden. Der Schlüssel hierfür heißt zuhören, hinschauen, einfach nur da sein. Um erste lose Kontakte zu pflegen, verbrachte Elisa Heuschkel viel Zeit im Schülercafé der ALS-Werk-Realschule. Die entstandenen Beziehungen in der Schule verstärkten die gegenseitigen Begegnungen auch außerhalb des schulischen Kontextes. Um auch Ehrenamtliche in die Kontaktarbeit mit einzubinden und noch intensivere Berührungspunkte mit Jugendlichen zu ermöglichen, entstand die Idee eines Begleitjahres für Schüler. Die Schule leistet ihren Beitrag, das Elternhaus leistet den Beitrag, aber auch noch ehrenamtliche Patinnen und Paten. Es geht von Prüfungsvorbereitungen über Nachhilfe bis zu gemeinsamen Besuchen von Kulturveranstaltungen, Praktikumssuche, Begleitung dann in die Ausbildung und während der Ausbildung. Zeit mit Menschen zu teilen, ihr Potenzial zu entdecken, sie zu stärken in dem, was sie tun und sie herauszufordern, Neues zu wagen, das sind die Ziele der Jugendarbeit des EJW. Und gleichzeitig gelingende Voraussetzungen des Patenprojekts. Also ich bin zum Patenprojekt gekommen, weil ich am ersten Eindruck Angst für die Prüfungen hatte. Und wir unternehmen auch sehr viel. Sie kommt oft zu mir und üben oder ich zu ihr. Ich finde es auch gut, dass sie auch so Freizeiten mit uns macht, zum Beispiel das Konzert, wo wir mit ihr waren. Und ja, das hat uns richtig Spaß gemacht. Ja, da gehen wir wieder hin, bestimmt. Kontinuierliches Lernen von Vorbildern ist wichtig, da Jugendliche hier am meisten für ihr Leben mitnehmen können. Warum sich die Arbeit noch lohnt? Berufstätige haben oft nicht die Zeit, sich kontinuierlich in die Jugendarbeit einzubringen. Beim Patenprojekt sieht es jedoch anders aus. Ich kann flexibel meine Zeit mit den Schülern einteilen und sie an meinem Leben teilhaben lassen und mich so einzelnen Personen zuwenden. Patenschaft bedeutet für mich, in Kontakt mit jungen Leuten zu sein, Erfahrungen auszutauschen, gemeinsam Zeit zu verbringen und etwas zu unternehmen, voneinander zu lernen, andere Kulturen kennenzulernen und zu verstehen. Außerdem verbirgt sich noch viel mehr Know-how in den Reihen des EJW. Gut geschulte Ehrenamtliche, ein großer Fundus an Material und Erfahrungen und Mitgestalter. Sowie Menschen, die als Geldgeber und im Gebet hinter der Arbeit stehen. Für dich da, das ist das Motto des EJW Leonberg und die Berufung in der Arbeit mit jungen Menschen. Du bist berufen, wir brauchen dich fürs Patenprojekt. Die gezeigten Bilder machen es deutlich. Kontaktarbeit in Leonberg ist ein wichtiger und neuer Bereich der evangelischen Jugendarbeit. Neue Wege erfordern neue Ressourcen. Aber von dieser Arbeit profitieren nicht nur Schule und Jugendwerk, sondern in erster Linie die Jugendlichen und jungen Erwachsenen.